Hi ihr Lieben, es gibt heute endlich mal wieder ein neues YouTube-Video von mir. Ich habe ein paar Monate Pause gemacht, weil einfach das Leben dazwischen gekommen ist, wie das manchmal so ist. Ich habe mir aber ganz fest vorgenommen, ab jetzt wieder alle zwei Wochen neue Vlogs hochzuladen zu den Themen wie vorher, Food, Travel, Lifestyle, was auch immer mir irgendwie gerade in den Sinn kommt. Heute geht es um einen Kurztrip, den wir gemacht haben vor anderthalb Wochen. Wir waren im Spa-Hotel Bollands. Spa im Park heißt es genau. Das ist in Rheinland-Pfalz, von Frankfurt aus 1 Stunde 20 mit der Bahn zu erreichen. Ganz entspannt. Mit dem Auto geht es wahrscheinlich noch schneller. Wir haben beide keine Autos, also sind wir mit der Bahn gefahren. Und ja, schon der Weg dahin ist mega entspannt. Wir hatten auch super Glück mit dem Wetter, blauer Himmel, ganz viel Grün, die Weinberge drumherum. Und sobald man in dem Bollands Hotel ankommt, ist es mit der Entspannung dann auch schon quasi um einen geschehen. Das ist wunderbar ruhig, das ist total im Grünen gelegen, viel Wasser, der Fluss Nahe fließt nebenan. Und ja, wir sind da angekommen und es war total wirklich direkt super entspannt, ganz ruhig dort. Wir hatten ein paar Stunden Zeit, bis wir das Zimmer beziehen konnten, deshalb haben wir uns erstmal ein bisschen dort umgeschaut. Die Anlage ist quasi um einen großen Garten gebaut, wo auch der Pool ist, in dem man schwimmen kann. Mit ganz vielen Liegestühlen, Schaukeln und so eine kleine Terrasse, wo man mittags was essen kann oder Kaffee trinken kann. Dort wird nachmittags Kaffee und Kuchen auch serviert. Und ja, die Anlage an sich, es gibt halt einmal natürlich den Spa-Bereich, dann verschiedene Häuser mit den Zimmern, Lodges und Suiten. Und im Haupthaus sind die drei Restaurants, die zu dem Bollands dazugehören, ebenso wie der Yoga-Raum, der Fitnessraum, eine Kochschule ist dort sogar. Und alles wirklich sehr, sehr hell, sehr, sehr großzügig, so dass man sich da wirklich ganz gut und gerne mehrere Tage aufhalten kann, ohne dass einem langweilig wird. Wir sind dann direkt erstmal in den Spa gegangen, am ersten Tag, an dem Anreisetag. Dort konnte ich natürlich nicht filmen, kann euch das nur erzählen. Es gibt dort eine riesengroße, schöne Dachterrasse, da oben ist auch eine Sauna auf dem Dach. Es gibt noch einen Pool dort oben. Es gibt eine Waldsauna, zu der man quasi wirklich durch den Wald so ein bisschen die Berge hochkraxelt und dann aus der Sauna aus, die jetzt so ein Glasfenster in die Ferne gucken kann. Es gibt einen Whirlpool, es gibt noch weitere Saunen, es gibt ein Dampfbad und ganz viele Ruheräume, wo man wirklich toll entspannen kann. Es sind auch Räume dann komplett leer von Menschen, einfach weil so viele Räume da ist, dass man auf jeden Fall einen Platz findet, wo man sich zurückziehen kann und entspannen kann. Dann haben wir uns ein paar Stunden gut gehen lassen in den Saunen. Unsere erste Mahlzeit an dem Anreisetag war das Abendessen. Das wird, wenn man nicht auf den normalen Preis, was den Zug zahlt, also ohne Aufpreis, in dem Restaurant Villa serviert, was auch gleichzeitig das Frühstücksrestaurant ist. Dort gab es ein Salatbuffet, Vorspeisenbuffet, Suppe gab es auch zur Vorspeise. Die Hauptspeise wird à la carte serviert, da hat man drei Gerichte zur Auswahl, eins mit Fleisch, eins mit Fisch, eins vegetarisch. Und Nachtischbuffet dann auch wiederum mit Eiscreme, mit Käse, mit Schokopudding, Mousse au Chocolat, alles was das Herz begehrt. Da hat es uns wirklich an nichts gefehlt, sodass wir am ersten Tag schon sehr entspannt und sehr satt ins Bett gefallen sind. Am nächsten Morgen bin ich relativ früh wach geworden und habe mir direkt den Yoga-Raum unter meine Fittiche genommen. Da war ich dann ganz alleine, super schöner Yoga-Raum. Man macht die Fenster auf und draußen zwitschern die Vögel vor der Tür. Spiegelfronten, wirklich ein ganz, ganz schöner Raum. Ich habe einfach eine kleine Session dort eingelegt. Neben dem Yoga-Raum ist noch ein Fitnessraum. Dort gibt es Laufbänder, Geräte, Gewichte, alles was man eben sonst in einem Fitnessstudio auch machen würde. Ja, nach dem Yoga ging es dann zum Frühstück, mein liebster Teil des Tages, wenn es leckeren Kaffee gibt und lecker Frühstück. Auch da hat es an nichts gemangelt. Eier in jeglicher Form, Käse, Wurst, für alle, die das essen, Müsli, verschiedene Früchte, ganz, ganz viele leckere Früchte, Croissants und Brote und Pfannkuchen, Waffeln, das gab es alles und das war wirklich alles auch sehr, sehr lecker. Ich bin ein großer Fan von Birchermüsli und habe, glaube ich, an einem Morgen drei Schalen Birchermüsli gelöffelt. Sehr zu empfehlen. Ja, und nach dem Frühstück war dann eigentlich nichts mehr zu erledigen am Tag, außer
wieder in die Sauna zu gehen, einfach dort das ganze Angebot zu nutzen. Wir hatten beide noch Massagen gebucht, die zahlt man dann on top. Und zusätzlich zu dem Saunabereich, der eben ohne Kleidung stattfindet, gibt es noch einen FKK-Bereich an der Nahe, direkt am Fluss, so ein grüner Bereich, wo auch eine Yoga-Plattform noch ist und so verschiedene auch Anwendungen angeboten werden, Lehmbäder und so weiter. Das haben wir alles überhaupt nicht gemacht, aber da kann man wirklich sich rund um die Uhr versorgen lassen und ein bisschen pampern lassen. Das Einzige, was wir noch gemacht haben, ist, wir sind einen Tag ein bisschen darum spazieren gegangen und da gibt es auch einen Barfußpfad, den man machen kann, wenn man möchte, für 4 Euro. Das haben wir nicht gemacht, wir sind einfach so ein bisschen spazieren gegangen. Auf der anderen Flussseite ist ein schwedisch inspiriertes Café, möchte ich mal sagen. Dort gibt es auch schwedischen Käsekuchen und da kann man einfach wunderschön zwischen den Bäumen sitzen und den Schatten genießen. Als wir da waren, war es sehr heiß. Und ja, danach zurück ins Hotel gehen, zurück in die Sauna gehen, das Ganze irgendwie ein paar Tage lang wiederholen, bevor man dann sehr entspannt und sehr, ja, wirklich einfach gut gelaunt und erholt zurück ins Stadtleben fährt.